Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiserpinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Neujahrsempfang der SPD in Remscheid am neuen Lindenhof hier im Hunsberg. Und darüber will ich mit dem Kreisvorsitzenden der SPD, Jörg-Dieter Krause, sprechen. Wie wichtig ist es denn nach 3 Jahren, dass man wieder so einen Neujahrsempfang organisieren kann? Also es ist total wichtig und es tut einfach gut. Es tut gut, wieder so viele Menschen zu sehen. Es tut gut, so einen Empfang zu machen und dann auch wieder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, um auch seine eigenen politischen Ideen und Gedanken daran zu verproben, damit wir das Richtige für unser Remscheid tun. Wie gut war es denn heute zu sehen, dass viele Vereine, Institutionen, Ehrenamtler aus ganz Remscheid hier den Weg nach Hunsberg gefunden haben? Also es zeigt ja auch, dass diese Veranstaltung mittlerweile einen großen Zuspruch hat und dass da auch wirklich eine Notwendigkeit ist, solche Veranstaltungen durchzuführen. Und ich glaube, es ist eine Sehnsucht danach. Es ist auch eine Emotion, daran wieder teilzuhaben, die Leute wieder zu sehen. Das geht jetzt nicht nur von meiner Partei aus, auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Das ist das, was uns in der Corona-Zeit gefehlt hat. Menschen interagieren und das geht nicht nur über kleine Bildschirme und über Microsoft Teams. Genau, das haben wir genug, glaube ich, gemacht in den letzten 3 Jahren. Es gab Ehrungen heute im Bereich Kultur und Sport. Wie wichtig ist es, dass man Leute, die sich engagieren, auch ehrt? Ich glaube, das ist das, was ich auch in meiner Ansprache gesagt habe. Man möchte auch mal Menschen, die was tun, die vielleicht gar keinen Dank erwarten, ins Scheinwerferlicht holen, um dann zu zeigen, hey, ihr macht was für Remscheid, ihr macht was für die Leute, ihr macht was für die Gesellschaft. Und heute von Sport bis zur Kultur war das die ganze Bandbreite, die eine Volkspartei abbilden sollte. Im nächsten Mal sind es vielleicht andere Themen, die wir dann prämieren wollen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu zeigen, Remscheid lebt, in Remscheid passiert richtig was. Und wir haben hier echt Hidden Champions, wenn man sich die Hases anguckt. Immaterielles Kulturerbe haben wir so oft in Remscheid auch nicht. Genau, und auf der anderen Seite Gerd Kirchhoff, der natürlich viel für den ersten FC Klausen in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Abschließend noch, wie wichtig ist, dass die SPD Remscheid in den Austausch kommt wieder mit den Leuten, dass man sich wirklich unterhalten kann, auch vielleicht hört, den Bürger zuhören kann, was für Probleme, was für Themen, was bewegt die Leute? Ganz wichtig, also wir müssen ja schon schauen, was wollen unsere Bürger, damit wir keine Politik im Elfenbeinturm machen. Und das wollten wir auch jetzt gerade hier mit unseren Preisträgern zeigen. Sie haben gerade zu Recht erwähnt, auch Gerd Kirchhoff, ein Mann des Volkes, nenne ich es einfach mal. Also das ist Remscheid. Und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu gucken, wo deren Probleme sind, nicht wo wir glauben, wo die sind, sondern wo sie wirklich sind, dafür dient so eine Veranstaltung. Und ich glaube, das klappt heute ganz gut. Vielen lieben Dank für dieses Interview. Also das hier heute, der Neujahrsempfang der SPD Remscheid.